Das regt mich auf, das so zu sehen. Das regt mich richtig, richtig auf. Sorry, dass ich da so ein bisschen emotional werde, aber das ist halt wirklich das, was mich echt extrem ankreuzt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Bullen erwischen und nicht uns Urwechsler, die sich das wirklich bloß angucken wollen. Ihr wisst, ich weiß, ich finde es eklig, aber ich mach's für euch. Ich mach den Kühlschrank auf. Also, wenn du einen Weinkeller hast, hast du schon Kohle, oder? Das sind doch schon wieder solche komischen Hautlampen oder was? Guck die mal an, da sind irgendwelche komischen Maserungen drin. So, Leute, seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Eine ganz spontane Tour, eine aufgeteilte Tour, weil es nämlich heute nur eine Location gibt. Aber das Besondere an dem Ganzen ist, dass ich mit jemand ganz Besonderes unterwegs bin. Ihr liebt und kennt ihn alle. Nämlich dem lieben Sander Stories. Wirklich seit der Tschechien-Tour haben wir uns nicht mehr gesehen, aber die ganze Zeit Kontakt gehalten. Und wir sind jetzt gerade auf der Durchreise, eigentlich zu einer Feierlichkeit, und haben aber einfach das Ganze verbunden, weil Sander entdeckt hat, dass es hier in der Nähe noch eine wirklich spannende Location gibt, die wir uns heute gemeinsam angucken. Wir sind schon gerade jetzt hier komplett durch den, ich würde es schon fast Wald nennen, durchgeschlängelt. Es gab schon eine kleine komische Sache mit den Nachbarn, die hier direkt gegenüber wohnen, die uns gewarnt haben, dass hier wohl irgendwie alles voll mit Kameras sein soll. Aber wir haben gerade geschaut und hier nirgendwo Kameras gefunden. Hier ist alles offen und wie ihr seht, sieht ja alles wirklich ziemlich, ziemlich wüst aus. Also würde ich sagen, gehen wir mal rein und gucken uns einfach mal um. No risk, no fun. Ab geht's oder was? Hast du deine Kamera wieder im Griff? Ja. Hat jetzt geklappt. Ja. Xander hatte gerade ein paar technische Schwierigkeiten. Und ich sehe eigentlich schon hier jetzt im Innenhof, das scheint wohl mal irgendwie so ein Bauernhof gewesen zu sein. Stehen wirklich noch ein paar Sachen rum. Hier ist komischerweise so ein seltsames Schwert. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Eine uralte Sackkarre. Ja, Leute, ich will euch gar nicht sagen, was hier alles so an Müll rumliegt. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein hier, direkt scheinbar in das Büro. Also es sieht zumindest ziemlich danach aus. Und hier liegt wirklich alles kreuz und quer. Ein kleines zusätzliches Licht anmachen hier. Ja, hier sind noch sämtliche Unterlagen irgendwie einsortiert. Xander meinte wohl, dass das mal das Grundstück von dem Unternehmer war, der hier irgendwie so Sportgeräte und Skier und sowas verkauft hat. Und hier kann man es eigentlich schon erkennen, das sind wohl irgendwelche Aufkleber für Skier. Oder? Nee, für einen Schlitten. Hier sieht man den Schlitten. Aber ihr seht auch schon anhand von dem Fenster und den Spinnweben, dass es wirklich hier wahrscheinlich schon eine ganze Zeit lang lost ist. Wow, hier steht so ein Ultra elektrischer Rollstuhl, ey. Hier mit so einer kleinen Bedienung, wo man den irgendwie lenken konnte. Aber hier ist wirklich schon alles ziemlich zerwühlt und verramscht. Und ich glaube, das sind so Dokumente und Bilder von der Firma hier. Hier steht es auch nochmal drauf, Sportartikel. Sieht auf jeden Fall schon erstmal spannend aus. Hier ist ja noch alles drin, aber auch alles komplett zerramscht. Und ich bin von vornherein gleich mal wieder ein bisschen überfordert, Leute. Guck mal, hier steht einfach mal so ein Kinderfahrrad mit Stützrädern noch.
hier so ein riesiger, großer, ja fast schon Firmendrucker. Und hier eine Waage, ja, für Pakete. Hier ist alles komplett verramscht, also die ganzen Dokumente liegen hier mal wieder komplett im Raum verstreut. Und hier hinten sind noch sämtliche Auftragsdokumente und so von bis zu 2001 reicht es hier zurück. Ich muss sagen, ich bin wie ein bisschen erschlagen gerade. Gucken wir erst noch mal in dieses kleine Zimmer hier rein. Ja, das war auch ein Büro. Hier hinten komplett die Aktenordner fangen halt schon an mit Schimmeln. Die sind komplett weiß überzogen. Hier vorne die Ordner auch. Das ist übelst krass. Also die Nässe setzt sich hier überall rein und alles schimmelt weg. Seht auch schon hier die Außenwand, da fällt der Putz ab. Und jeder Schrank ist hier wirklich voll mit Ordner. Über und über mit Ordner gefüllt. Das gibt mir irgendwie gleich wieder so ein Feeling von dieser Garnfabrik, in der ich mit Kimi war. Das ist überhaupt nicht geil, wenn die Firmen dann am Ende alles liegen lassen und du eigentlich die Mitarbeiterdaten und die ganzen Firmendaten hier locker easy einsehen kannst. Position ungenau. Oh. Position ungenau. Jetzt seht ihr mal, was auch zwischendrin mal schief geht. Das war mein Navi auf dem Handy. Mein Navi war das, ja. Nee, alles gut. Xander hat sich gerade erschrocken und die Durchsage gehört hat. Hier ist auf jeden Fall das nächste Büro. Und hier ist alles komplett zerkloppt. Und wieder komplett überall diese Aktenordner. Das ist ja übelst krass. Alles voll mit den Dingern. Und ich glaube, hier hinten sind noch Zeitungsberichte. Was? Komischerweise, Leute, die Zeitung, der Zeitungsbericht ist von einer Zeitung bei mir aus der Nähe. Das ist ja komisch, weil wir sind jetzt wirklich hier ein ganzes Stück von mir zu Hause entfernt. Also ich muss sagen, das ist wirklich ein bisschen unheimlich. Ich habe jetzt nicht gerechnet, dass ich hier eine örtliche Zeitung von meiner Region finde. Tatsächlich auch schon der Name des Besitzers. Okay, also ich habe den Namen der Firma gefunden, aber vom ja. Besitzer? Ja, das wird er sein. Ich glaub, okay. Ich meine, das hatte ich auch hatte ich so gefunden in der Recherche. Ist es der Blutspendeausweis oder sowas? Sieht so aus, ja? Aber hier steht dahinter Bausparbestätigung und hier. Hä? Ah, das ist vom Bausparvertrag, okay. Hey, das wird und wird hier nicht besser mit den Akten. Guck mal, hier ist auch alles voll. Die nächsten zwei Räume, die zwei Büros, die sind komplett voll, Xander. Ach du Scheiße, ich dachte das ist gerade übel. Schon, das hier wäre krass. Aber nee. Bin ich mal gespannt. Ja, ja. Richtig heftig. Okay, das sieht jetzt wieder irgendwie wie private Räume aus hier. Hier hinten sind Toiletten. Hier sind ein paar Küchensachen. Okay, Waschmaschine und Trockner hier. Ah, okay, hier ist Xander reingekommen durch die Tür. Okay, also hier war... Boah, was war denn das mal? Vor allem, was ist denn das hier hinten? Das sieht ein bisschen komisch aus. Na, so Vorratsraum, denke ich mal.
Hier sind noch sämtliche Sachen drin, sämtliche Gläser. Da könnten wir eigentlich mal gucken, wie lange das Ganze haltbar ist. Steht hier irgendwas drauf? Oh, 31.12.97. Okay. Also, das ist schon ein bisschen länger abgelaufen. Das ist jetzt auch schön, hier fallen schon. Was ist das? Zucker, Würfelzucker. Die Packung fällt schon vollkommen auseinander. Aber es steht noch alles da. Mal gucken, wie lang, wenn ich mir hier die Böden angucke von dem Schrank, dann biegen die sich schon langsam durch. Aber es sieht mittlerweile so aus, als würden wir langsam in die privaten Räume kommen. Was ist das für eine Küche hier? Guck mal, hier oben hängen so aufgereiht so Weizenbündel oder Getreidebündel. Na, da ist Beifuß, da in der Mitte. Und das ist die richtig, richtig alte, rustikale Küche hier. Ist auch wieder selber eingemachtes Zeug. Aber wenn ich das sehe, hier ist schon wirklich alles komplett kaputt. Hier ist noch so ein alter Holzofen. Das ist aber richtig groß und richtig, richtig eingearbeitet in den Schrank hier. Mit einer riesigen Dunstabzugshaube. Hier die Küche. Ich denke, das war wirklich ganz bewusst so richtig in Holzoptik gemacht. Weil ich schätze mal, dass der Besitzer hier sicherlich ein bisschen Geld hatte. Also ich denke hier so nach einzelnen Sachen brauche ich hier gar nicht schauen. Das ist wirklich alles total zerkloppt. Guck mal, die Pflanze ist hier total krumm gewachsen oder verbogen. Aber ich kann es nicht sagen. Ich glaube, die hat wohl irgendjemand kaputt gemacht. Und hier liegen wirklich noch so viele Sachen rum. Ich würde fast sagen, wirklich alles liegt hier noch rum. Das ist übelst heftig. Hier ist so aus Holz. Eine Grillzange und so richtiges Grillgeschirr. Eigentlich wirklich richtig schade, dass wir die Location jetzt erst angucken. Die scheint wirklich länger leer zu stehen und schon komplett zerkloppt zu sein. Echt schade. Ah, cool, ey. Hier hängt so ein Teil mit einem Merkzettel dran. Sachen, die man sich merken sollte. Wir haben irgendwelche Idioten sinnlosen Scheiß drauf geschrieben, aber es ist jetzt nicht so tragisch. Und was gibt's hier drin wieder? Einen Kronleuchter. Komplett aus Metall. Das Sofa. Der Fernseher ist auch umgekippt. Und ich merke hier, dass der Boden komplett kaputt ist. Also hier ist ein richtiges Loch drin. Und hier merkt man halt auch eine richtige Kuhle. Oh, hier liegen komplett die Medikamente auf dem Boden verteilt. Haben die das auch durchwühlt oder was? Und hier hat man halt nochmal direkten Blick in den Innenhof. Ah, die ehemalige Eingangstür war hier. Hier liegt noch so ein altes Cover von so einem alten Nokia-Handy. War das 3330 oder wie hieß denn das Handy gleich hier? Wenn es einer von euch gleich auf dem Schirm hat, könnt ihr es ja gern mal in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, das Handy hat ja auch jeder. Ach, hier geht es eigentlich genauso zerkloppt weiter. Hier ist so eine große Sitzbank. Wahrscheinlich so eine Garderobensitzbank. Sämtliche Kabel rausgerissen. Und hier, hä? Noch mehr Büroräume. Und ein Kalender von 1994. Riesen Halogenlampen haben die hier. Die sind doch auch irgendwie für die Industrie, oder? Auf jeden Fall. Riesenstrahler. Und hier, haben wir nochmal ein Einzeichen dafür, womit der Unternehmer hier wahrscheinlich sein Geld verdient hat. Also hier sind so Aufkleber für Skier. Ah, hier liegt sogar noch ein
Bild irgendwie aus der Produktion, so sieht es zumindest aus. Und hier ein uraltes Handy. Die Verpackung zumindest von Vodafone noch, das Nokia 6131. Das war, glaube ich, die Zeit, wo Nokia halt schon auf dem absteigenden Ast war. Ja, und ansonsten hier wieder leider. Ich brauche da, denke ich, nicht ins Detail gehen. Das haben hier schon andere sowas von verwüstet und zerkloppt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es halt einfach immer wieder schade, solche Sachen zu sehen, wo man halt wirklich schon erahnen kann, dass es hier mal richtig, richtig gut aussah. Und dann kommst du hierher und wahrscheinlich ein paar Jahre zu spät und hier sieht es vollkommen verwüstet und zerkloppt aus. Die Toilette kannst du auch nicht mal angucken. Das war auf jeden Fall das Bad und hier stehen auch noch die ganzen Sachen mit drin. Ah, okay, hier kommen wir wieder in die Küche. Dann würde ich mal sagen, ich habe zwar jetzt schon wieder vollkommen den Überblick verloren, aber ich würde mal sagen, hier oben gibt es noch eine zweite Etage, vielleicht sogar noch eine dritte, mal gucken. Scheinen wirklich die privaten Räume loszugehen. Oh nee. Hier ist alles verwüstet. Hier liegt noch so ein altes Jackett auf der Matratze. Alles komplett zerkloppt. Und die Zeitung ist vom 17. September 2005. Ach nee. Das regt mich auf, das so zu sehen. Das regt mich richtig, richtig auf. Ist alles noch da, aber alles zerkloppt, alles durch die Kante geschmissen. Hier irgendeine sinnlose Scheiße an die Wand geschrieben. Bescheuert. Der Fernseher ist total zugekleistert. Hier oben was Schönes, da liegt noch ein alter Jägerhut. Oh, aber hier hinten kommt sowas von krass der Schwarzschimmel durch. Aber ansonsten ist ja wirklich alles zerdroschen, alles kreuz und quer geschmissen. Hier liegen noch ein paar alte Bilder zwischendrin. Ich bin geschockt. Ich bin geschockt und wütend einfach. Oha. Das sieht man auch nicht selten. Nicht selten, das sieht man auch nicht oft, das kompletten begehbarer Kleiderschrank. Aber so wie ich das sehe, ist das ein begehbarer Kleiderschrank für einen Mann. Hier hängen überall nur Herrenklamotten rum. Ja, hier noch so eine alte, das könnte fast eine Kameratasche sein, oder? Oder spinne ich? Sieht so ein bisschen so aus wie so eine Kameratasche von den alten Kameras. Ja, und hier halt jede Menge Klamotten. Ich muss euch echt sagen, ich weiß nicht, was Leute davon haben, in die Locations reinzugehen und hier alles zu zerkloppen. Die haben da wahrscheinlich keinen Sinn und keinen Verstand dafür oder so. Aber ich finde es auf jeden Fall extrem zum Kotzen. Hier drüben im Bad ist halt einfach genau dasselbe. Hier ist alles auseinandergerissen. Hier liegt alles rum. Alles rumgeschmissen. Also ich weiß nicht, wenn es hier wirklich Leute gibt, die hier drin rumgewühlt haben, um noch irgendwie was zu finden, was die irgendwie brauchen können, dann zerkloppt man doch nicht alles, oder? Hier die Dusche ist auch zerdroschen. Ich finde hier keine Worte mehr. Leute, sorry, ihr seid eigentlich anderes gewöhnt von mir und auch so ein bisschen, dass ich euch eher so ein bisschen vielleicht versuche, in die Vergangenheit von der Location hineinzuführen, mit mir zusammen natürlich. Aber das, da kann ich nicht irgendwie, weiß ich nicht, an die Location direkt denken oder versuchen, in die Vergangenheit zu sehen, wenn der jetzige Zustand einfach nur maßlos ist.
Das gibt's nicht. Haben die hier die Bezüge irgendwie von den Sofakissen runtergeruppt? Nein, was Interessantes liegt hier noch. Mal kurz meine Lampe wegpacken. Schaut mal, hier ist so ein altes Fotoalbum. Sieht so aus wie Urlaubsfotos. Ja. Hier sind noch uralte Autos drauf. Also ich will nicht wissen, von welchem Jahr das ist. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo ein Jahr. Das wäre interessant. Das ist alles komplett schwarz-weiß und wirklich. Die Autos und so, die hier auf den Bildern teilweise sind, wirklich richtig, richtig alt. Hey, guckt mal, hier ist sogar ein Bild, das kann ich euch mal so zeigen, von einem Esel vor einem Holzkarren gespannt. Okay, das war's schon mit den Bildern. Ist wirklich traurig, ey. Richtig, richtig traurig. Und hier hat man nochmal einen direkten Blick runter in den Hof. Und ihr seht schon, hier sind halt auch schon die Fenster eingeschmissen. Ich verstehe es einfach nicht, warum man das macht. Okay, die Tür ist hier komplett zugestellt. Hä? Das sieht so aus, als wäre irgendwie ein Schrank davor oder so. Das ist doch ein Uhrenkasten oder was? Das sieht aus wie extremes Hartholz. So Eichenholz oder sowas könnte das sein. Aber ich frage mich halt, wo die Uhr hin ist. Also meiner Meinung nach ist das ein Uhrenkasten. Hier noch so eine kleine Sitzecke. Wie eine uralte Werbung. Der verdeckte Reißverschluss. Okay. Eine Spindel, ein Spinnrad. Ah, das erinnert mich irgendwie an das Haus der Heiligen Schwester. Ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Video von mir gesehen habt, weil das wirklich schon ein bisschen alt ist. Irgendwann vom letzten Jahr, glaube ich. Ja, und hier geht es eigentlich genauso weiter wie unten, aber das... Hä? Ist das eine Sonnenbank? Na klar, ja, das ist ein uraltes Relikt Solarium. So sah das mal aus, Leute. Guckt mal. Komisch, oder? Und hier wieder komplett die Klamotten verstreut, durchgewühlt, hingeschmissen. Ach, ich kriege es kotzen, wenn ich das sehe. Und das sah mir irgendwie ganz nach einem Kinderzimmer oder so aus. Ja. Guck mal, hier hängt noch so ein uralter Schneeanzug drin, so ein Overall-mäßiger Schneeanzug. Ja, und zwei Kinderbetten. Ich frage mich zwar, was diese, wie nennt man das? Peitsche für die Pferde, hier so eine Gerte. Gerte ist das, glaube ich. Ich frage mich, was die hier in dem Kinderzimmer zu suchen hat. Aber ich denke mal, die haben sie halt auch hergeschleppt. Ach nee, 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 Leute, so macht das Ganze keinen Spaß. Echt nicht. Mal schauen, was liegt denn da hinten noch hier? Ein Lieferschein. Okay, ein Lieferschein für einen Mantel, eine Bluse. Ja. Und mal schauen. Ja, von einer Rechnung von 2915 Euro. München, der 1.8.86. Heftig. Da war ich noch nicht mal geboren. Das ist auch immer krass, so Sachen zu finden. Und ja, irgendwie Aufzeichnungen, Dokumente zu finden, die älter sind als ich. Und da denke ich schon, ich bin alt. Heftig. Also ich denke, das Haus war wirklich mal richtig, richtig schön.
aber es wurde wirklich komplett, komplett zerkloppt. Hier haben wir jetzt noch so was Ähnliches wie einen Dachboden. Ja, hängen auch so ein paar Wäscheleien, um Wäsche aufzuhängen. Und hier liegt halt auch noch alles kreuz und quer. Ich sehe gerade, hier liegt so ein Regal für Klamotten, das natürlich komplett, wenn sie nicht rumgeschmissen wurde, da liegt eine Rettungsweste. Hier noch jede Menge alte Bilder. Ja, es war eine hübsche Frau. Bilder über Bilder über Bilder. Die ganzen privaten Sachen behandelt wie der letzte Scheißdreck. Nee, Leute, ich krieg hier den absoluten Hass. Hier liegt noch irgendein Tierfell. Ich weiß gar nicht, was das sein könnte. Vielleicht Hirsch oder so. Albino, warum ist das so hell? Sieht wirklich irgendwie ein bisschen albino-mäßig aus. Sorry, dass ich da so ein bisschen emotional werde, aber das ist halt wirklich das, was mich echt extrem ankotzt, was mit den Locations teilweise passiert, was mit fremdem Eigentum passiert. Wie Leute wirklich auf die ganzen persönlichen Sachen aus einem ganzen oder mehreren ganzen Leben scheißen. Oh, ich habe gedacht, ich hätte gerade Xander gehört. Dieser riesige Teppich ist auch krass. Extrem wuschelig. Also ich müsste sagen, ich kriege den absoluten Hass hier drin. Das ist unglaublich. Also es ist wirklich ja jeder Raum top, das andere so viel einfach alles verwüstet, alles durchwühlt. Es ist ja nichts an Ort und Stelle. Also bei dem Raum hier hast du ja das Gefühl, dem ist komplett alles entrissen worden. Da werden ja Möbel gestanden haben, aber da ist ja nichts mehr übrig. Warte mal auf oben. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Location mal richtig, richtig schön aussah. Aber das war wohl mal. Ja. Also ich weiß, dass vor einiger Zeit hier ja sogar noch der Strom lief. Und da sah das hier auch noch ganz anders aus. Also ich bin nicht hier gewesen, aber ich habe den Ort ja online entdeckt und das sah ganz anders aus. Also es muss innerhalb kürzester Zeit entstanden sein hier. Naja, innerhalb kürzester Zeit ist es ja wahrscheinlich, oder seit kurzer Zeit ist es wahrscheinlich auf so einer Karte. Ja, und das passiert dann natürlich noch. Also Leute, mal zu dem Thema Karten. Die Karten, ich sag da nichts dazu, beziehungsweise sag da nichts dagegen. Natürlich sind die irgendwo Fluch und Segen. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Und ich bin jetzt eigentlich gerade dabei. Bin ich blöd? Ich wollte doch noch in den Keller. Gedacht, hier ging es noch irgendwo in den Keller. Das ist mal wieder so ein typischer Fall von eine Orientierung wie eine Schildkröte. Ah. Hier ging es noch in den Keller. Ich sehe eigentlich gleich, dass hier richtig, richtig schöne Bilder dranhängen. Sind das Verzeichnungen? Vielleicht so Aquarell oder sowas? Hier geht es eigentlich direkt weiter. Richtig schöne Bilder an der Wand. Ach krass. Also ich glaube, der Keller ist wirklich, wirklich groß. Das könnte von der Größe her und so wirklich irgendwie, auch von der Unterkellerung jetzt, sowas wie in eine Gaststätte oder sowas sein. Da liegen auch noch jede Menge Sachen rum. Irgendwelche alten Weinflaschen. Die sind schon vergammelt, aber leer. Und hier liegt, oh Leute, das ist ein Kühlschrank, der auf dem Rücken liegt. Und das erinnert einen irgendwie immer ein bisschen daran, dass da eine Leiche drin sein könnte. Ihr wisst, ich weiß, ich finde es eklig, aber ich mach's für euch. Ich mach den Kühlschrank auf. Nee, Leute, der ist leer. Hätte ich jetzt in der Location überhaupt nicht gedacht, aber hier, guckt mal. Der ist leer. Und es war kein Kühlschrank, sondern
Ein Gefrierschrank. Was waren das für Kellerräume hier? Was ist denn das? Ein Brunnen? Okay, das ist ein Brunnen. Da war bestimmt hier irgendwie eine Pumpe angeschlossen für das Hauswasser oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Hier. Voll mit Wasser, das Teil. Das hat auch alles durcheinander, alles zerschossen, alles kaputt gemacht. Leute, ich wünschte so sehr, ich könnte euch hier mehr zeigen. Könnte euch hier schönere Sachen zeigen, irgendwie cinematische Aufnahmen machen. Ihr kennt mich ja. Aber was willst du hier so cinematisch filmen, wenn das hier drin einfach mal so aussieht? Und man hört richtig extrem die Vögel draußen zwitschern. Sind bestimmt alle gekommen, um den Schmetterling hier zu holen. Was ist das für ein Raum? Kerkerverlies. Nee. Guck mal, da hinten ist von dem Schornstein. Da ist die ganze Asche rausgekommen. Deswegen sieht es auch so schwarz aus. Ja, hier so ein... Hier nochmal so ein Vorratsraum. Leute, so macht das doch keinen Spaß. Wenn hier alles zerkloppt ist. Der gute alte Heizungsraum. Steht auch noch alles rum und hier stinkt so extrem. Also ich kann mir auch vorstellen, das sieht eigentlich nicht so aus. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier halt auch hier und da was auseinandergeschlachtet wurde und deshalb stinkt halt hier so nach Heizöl. Boah, der stinkt so pervers drin, dass es einen richtig die Luft nimmt. Hier ging es nicht weiter, aber hey! Hier liegen sogar noch ein paar Weinflaschen drin. Aber alle leer oder aufgemacht. Na ja, klar, wenn hier schon so viele Leute waren und randaliert haben, hätte ich mich sehr, sehr gewundert, wenn hier noch Weinflaschen rumstehen würden. Ah, krass. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Hier ist erstmal ein übelster Weinkeller und eine Bar. Krass. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber so ein Weinkeller, das sieht immer für mich so ein bisschen so aus oder weckt so den Anschein. Also wenn du einen Weinkeller hast, hast du schon Kohle, oder? Ja? Was sagst du? Ich bin im Keller. Ah, Keller, okay, aber ich habe schon gedacht, dass du den aufgespart hast. Ja. Sehr gut. Für den Schluss. Bist du schon durch? Willst du mit runterkommen? Ich würde mit runterkommen, weil ich weiß nicht, warst du schon in der großen Scheune? Weil da war ich noch nicht. Nee. Ich habe hier jetzt das Gebäude. Aha. Die große Scheune können wir ja zusammen machen. Genau, dachte ich auch. Ja. Okay, dann komme ich mal runter in den Keller. Weil ich habe auch gerade ein schönes Zimmer gefunden, wo man ein, zwei Bilder machen kann. Oh ja, das ist gut. Er liegt noch irgendein Plüschtier auf dem Boden. Aber guckt euch mal wirklich diese schöne Bar hier an. Richtig, richtig cool. Und irgendwie standen die Leute wirklich so auf das Bäuerliche. Oha, hier ist sogar noch ein altes Telefon. Hä? Warum klingt... Ja, hallo? Was? Hast du schon richtig gehört? Chemie? Die einzig wahre. Du sag mal, ja? Die Leute sollen mal abonnieren. Die Leute sollen... Ja, und liken natürlich. Die sollen liken und kommentieren. Ganz genau. Und wenn sie es noch nicht gemacht haben, abonnieren. Klar. Auch wenn ich mich heute ein bisschen aufgeregt habe in der Location. Ja, genau. Okay. Richte das den Leuten mal aus.
Ja, richtig aus. Gut. Leute, ihr habt es gehört, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, auch wenn es wirklich mal was anderes ist als sonst, aber solche Sachen müssen natürlich auch gezeigt und angesprochen werden. Dann lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Aber wir sind ja noch nicht ganz durch. Bin ja gerade mal hinter die Bar gegangen. Und hier ist einfach noch ein Kühlschrank. Aber ich schätze so, der Barkühlschrank, das dürften da eigentlich nur Getränke sein, oder? Und er ist leer. Ah, zum Glück. Ja, ich denke wirklich, die standen so auf das Bäuerliche. Hier ist alles so Holzoptik. Überall hängt so ein bisschen Stroh und Getreideballen rum. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und wie gesagt, ich finde es extrem traurig, dass ich nicht zeitiger hier war. Und erst jetzt, wo hier wirklich alles zerkloppt ist. Boah. Hätte ich nicht gedacht. Theke. Eine richtige Bar hier im Keller. Damit habe ich jetzt auch nicht mehr gerechnet. Gerade weil der Keller hier relativ runtergekommen auch ist, ne? Ja, also hier ist ja auch schon alles zerkloppt, aber ich denke wirklich, die standen so auf das Bäuerliche. Hier ist so ein Weinkeller. Auch oben die ganzen Kunstblumen und Pflanzen und auch in der Küche. Ja. Also das sah wirklich genau, wie du schon sagst, so richtig altbäuerlicher Stil. Ja. Boah, wenn man sich vorstellt, wie das hier bestimmt mal ausgesehen hat. Das habe ich vorhin gerade wieder gesagt. Also mich macht es ein bisschen traurig, dass wir erst jetzt hier sind. Ja, total. Ja, der Hut, der sieht gruselig aus. Mhm. Sieht irgendwie aus Haut gemacht. Vielleicht ist es echt Leder oder so. Und hier die Lampe. Boah, die sieht auch richtig übel aus. Da ist schon richtig Schimmel dran. Sieht auch ein bisschen aus wie so aus Haut gemacht. Sieht aus wie aus einem Horrorfilm. Ja, ne? Ja, weiter geht's im Text. Auch krass hier, dieser Rollstuhl, ja. Den habe ich auch gesehen vorhin, dieser massive elektrische Rollstuhl. Na, jetzt sehe ich hier gerade noch, kannst du richtig sehen, dass hier noch Fotos sind. Und das sieht mir fast nach Beerdigung aus. Beerdigung oder Taufe oder so, also es sieht irgendwie nach... Vielleicht auch eine Hochzeit, aber es ist auf jeden Fall irgendwie eine kleine Kapelle. Und da ist auch, ich weiß nicht, ob es ein Sarg ist. Auf jeden Fall steht da irgendwas am Altar. Ah, traurig. Und der Kalender hier ist von 2007. Ja. So, Leute, das Ganze hat nämlich noch eine Scheune. Oh, Wahnsinn. Und das geht jetzt gleich erst in die Scheune. Das hier ist nur die Werkstatt. Und das die Werkstatt habe ich gar nicht gesehen. Hier liegt schon so unglaublich viel Glauben. Heftig. Was ist denn das für ein Teil hier? Ach, eine Säge. Das ist eine Riesensäge. So richtig eine, die da einstellen konntest und so. Und hier auch oben alles einsortiert, die ganzen Wegen da oben, die kleinen. Okay, krass, das habe ich gar nicht gesehen. Wo geht's hier hinten hin? Da geht's in die Scheune. Da geht's in die da Scheune? Da war ich aber noch nicht drin, ich habe nur um die Ecke geguckt. Aber okay. Auch hier hinter dir die Werkbank. Auch alles voll mit Werkgegenständen, die ganzen Utensilien. Es liegt alles rum. Spanngurte. Spanngurte sind richtig teuer. Ja. Ah, Leute, ihr seht, hier geht es eigentlich genauso weiter wie im eigentlichen Wohnhaus. Hier ist wirklich alles zerkloppt. Also ich sag mal so, das ist auch nicht so, dass hier viel geklaut wurde, denke ich. Das sind einfach nur sinnlose Zerstörungswut. Ja. Absolut. Weil die Sachen, die von Wert wären, liegen hier noch rum. Ne? Richtig. Gar keinen Sinn. Vorwerkstaubsauger war früher schweineteuer, da ist ja einfach zerkloppt. Ja. Guck mal, das hier, da dachte ich schon, das ist bestimmt... Sollte das mal wie ein Sandkasten oder sowas werden, der selber gebaut wurde. Ja. Wurde aber wahrscheinlich dann nie verkauft. Also vorher wird wahrscheinlich der Inhaber dann verstorben sein. Ja, oder für die eigenen Kinder vielleicht. Oder das. Vielleicht auch für ein Blumenbeet, aber so bunt, es sieht halt nach Kindersandkasten aus. Ne? Ja, auch die sechseckige Form. So. Ja. Ach, guck mal, was ich gerade gesehen habe. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie Haut oder sowas. Guck dir mal die Tasche hier an. Oh ja, das sieht ja absolut skurril aus. Richtig eingefallen schon. Das sieht ein bisschen aus wie meine Unterlegplane, die wir zur Tschechien-Tour hatten, die Baumarktplane, oder? Also ja, das ist dasselbe Material. Bisher war jetzt die Bar das Highlight, aber ich glaube, die Scheune wird uns jetzt auch nochmal schocken, weil ich glaube, da ist alles, was hier hergestellt und fabriziert wurde, halt gelagert. Ach echt? Ja. Oha, oha. Ich bin übelst gespannt. Leute, ich muss es zuerst sehen. Oh, heftig.
Das war wirklich wie so ein Lager. Hä? Wie groß ist denn die Scheune? Das ist ja riesengroß. Hier liegt alles rum. Ja, okay, wenn die hier so Skier hergestellt haben, sind die aus Holz oder sind die aus Kunststoff? Das müsste ja Kunststoff sein. Mhm. Und hier sind noch Türen von einem uralten Schrank. Guck mal hier die Verzierungen an und so. Hier, wie massiv diese Kommode ist. Ja, das sind hier immer, ich sag immer, die alten Schränke, die sind immer an die Türen so rund gelutscht. Das sieht richtig, richtig schön aus. Ah, ich glaube, du hast recht. Hier stehen so Bretter rum, auch so in verschiedenen Farben. Du könntest recht haben, dass die vielleicht auch sowas wie einen Sandkasten oder sowas verkaufen wollen. Guck mal. Könnte vielleicht sein, ne? Wow, was sind denn das für krasse Lampen hier? Die sehen ja absolut heftig aus. Hä? Das sind doch schon wieder solche komischen Hautlampen, oder was? Guck die mal an, da sind irgendwelche komischen Maserungen drin. Sind da schon wieder solche komischen Hautlampen? Oder Lampenschirme, besser gesagt. Sieht fast so aus. Ihr seht schon, hier oben geht die Scheune noch ein ganzes Stückchen weiter. Aber ich glaube, da haben die bloß Holz gelagert. Also es sieht auf jeden Fall so aus. Hier oben ist auch noch alles voll. Die haben wahrscheinlich auch so kleine Gartenzäune oder sowas gemacht. Soll ich dir mal was Gruseliges zeigen, Sandra? Hast du schon mal von diesen Hautlampenschirmen aus dem KZ gehört? Ja. Die sehen so aus. Und guck da mal hin, das sieht richtig gemasert aus, wie Adern drauf. Die sehen wirklich so aus, ne? Ja, ich weiß. Ich habe mich gerade gefragt, ob das solche sind. Siehst du das? Ja. Eklig, oder? Die sind so richtig wie so kleine Venengeflechte. Ich glaube, von der Seite sieht ja, das so sieht's gut aus. Heftig. Denkst du, es könnten solche sein? Ich weiß nicht. Also, das ist auf jeden Fall. Fühlt es sich was. Also, es fühlt sich natürlich an. Jetzt nichts Synthetisches. Na, dann muss es auf jeden Fall. Entweder tierisch oder. Also, das wäre jetzt wirklich ein krasser Fund, wenn das menschlich ist. Aber es sieht wirklich alt aus. Könnte auf jeden Fall sein. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß, dass bei mir in der Community einige Leute sich mit sowas auskennen. Woran erkennt man denn das, ob das jetzt wirklich hier solche Lampenschirme sind, die aus Holz gemacht sind? Ich glaube, das ist schwer auszumachen. Also wenn, dann kannst du es wahrscheinlich nur an anderen Eigenschaften oder so erkennen. Aber ob das jetzt hier Leder ist? Das sieht aber auch so komisch aus, Leute. Jetzt sieht man es richtig gut. Es sind wie kleine Äderchen oder sowas drauf. Ich habe keine Ahnung. Ja, es ist echt gerade ein bisschen spooky. Also die Vorstellung, jetzt so was Altes hier zu finden. Richtig, richtig gruselig. Leute, ihr könnt eure Meinung ja gerne mal in die Kommentare schreiben zu den Lampen da. Schaut auf jeden Fall gerne beim lieben Xander vorbei, wenn ihr ihn nicht schon kennt. Aber ich denke, es werden die wenigsten sein. Ansonsten gebt mir natürlich wie immer gerne ein Like und einen Kommentar. Ja. Und mein Fazit zu der Location ist halt, dass es mich extrem ankotzt, dass man hier an der Location wirklich mal wieder sieht, dass es, ich muss es mal so deutlich sagen, Idioten gibt, die auf fremdes Eigentum scheißen und hier einfach alles zerkloppen. Keine Ahnung, Spaß an der Freude oder so. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Bullen erwischen und nicht uns Urbechser, die sich das wirklich bloß angucken wollen. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.